Den Druck kenne Spieler, den Druck kennt jeder Trainer, den Druck kenne ich seit, ich weiß nicht, 15 Jahren. Bei einigen Turnieren gab es viele Drucksituationen. Also es gibt jetzt für mich nicht irgendwie Situationen, wo ich nicht damit umgehen kann. Der Fokus vorm Frankreich-Spiel war ja auch schon nicht ausschließlich, aber schon auch sehr darauf gelegt, wie schaffen wir es denn insgesamt eigentlich auch als Mannschaft besser und kompakter zu verteidigen. Wenn wir in dem letzten Drittel sind, müssen wir da bleiben. Und es war im Spiel gegen Frankreich klar, eigentlich in vielen Situationen, die haben sich schon auch ein bisschen geähnelt, bis auf wenige. Wir spielen wieder raus und spielen wieder zurück und der Gegner ist mit vielen Spielern hinter dem Ball. Und genau das ist eigentlich das Problem. Und da habe ich nochmal mit einzelnen Spielern gesprochen, natürlich auch mit der gesamten Mannschaft, aufgezeigt. Diese Dinge haben wir schon besser gemacht. Es ist nicht irgendwas, was wir nicht können. Über das Achtelfinale haben wir jetzt noch nicht nachgedacht. Es könnte eine Konstellation geben, dass Deutschland gegen Holland spielt. Das glaube ich. Aber ja, das wäre für uns jetzt keine Überraschung, aber so weit sind wir nicht. Die Niederländer kennen wir natürlich jetzt aus der Nations League und aus Quali-Spielen natürlich die letzten Jahre. Aber jetzt kam jetzt nicht aus der Mannschaft irgendwie, oh, die Trainers müssen irgendwie was völlig anderes machen. Also das ist ja auf keinen Fall, dass die Mannschaft weiß schon, was wir wollen und die Mannschaft ist damit einverstanden. Aber natürlich gibt es immer einen Austausch mit der Mannschaft und dem Trainer, Co-Trainer, den Leuten drumherum. Aber am Ende des Tages ist es ja auch immer so, dass der Trainer die Entscheidungen trifft und nicht die Spieler, sonst wäre es ja vollkommen Harakiri. Einer muss am Ende die Verantwortung übernehmen und das ist der Trainer. Und der Trainer stellt eben so auf, wie er das Gefühl hat, dass die Mannschaft möglichst erfolgreich ist.